Und das Schlusswort zum Kranken- und Kuranstaltengesetz hat die Ministerin Beate Hattinger-Klein. Danke, Herr Präsident. Werte Abgeordnete, ja, dieses Gesetz schafft mehr Qualität, mehr Transparenz und ist ein Teil dieses ganzen Gesundheitspaketes. Wir haben bei den Ärzten, Notärzten begonnen, die Krankenanstalten. Als nächsten Tagesordnungspunkt haben wir noch die Patientenverfügung. Lassen Sie mir nur eines sagen, es wurde ja sehr viel gesprochen und diskutiert. Werte Damen und Herren der Sozialdemokraten, manchmal bin ich wirklich sprachlos, auf welche Ideen sie kommen. Also ich würde mir nicht in meinen kühnsten Träumen einfallen, dass ich also eine Fastline oder bessere Warteräume oder solche Dinge in der Ambulanz anstrebe. Also ich verwehre mich aufs Schärfste bitte mit solchen Ideen. Wir, die Regierung, wollen das nicht. Der Herr Bundeskanzler und ich haben das öfters ganz klargestellt. Und wir haben gesagt, wenn die Länder in ihren Ausführungsgesetzen solche Ideen haben, dann werden wir ein entsprechendes Bundesgesetz machen. Und ich bin sicher, dass die Länder auch nicht auf diese Ideen kommen. Danke.